Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 15 Karrieremodus. Max ist krank und sein Hals ist zu und tut richtig weh, aber egal, er macht trotzdem weiter mit Newcastle im Februar. Die letzte Saison, die wir mit den Magpies spielen werden, nach dieser Saison, gibt es da eine Änderung. Und das Ganze wird losgehen, sobald die Saison losgeht. Allerdings wird es so aussehen, oder sieht es momentan so aus, als ob ich nicht einfach hier in diesem Karrieremodus den Verein wechseln würde, damit ich immer nochmal zurückkommen kann zu Newcastle quasi. Nein, es wird so laufen, dass ich ganz neu anfange, einen ganz neuen Karrieremodus mit einem etwas besseren Team dann, aber das Ganze hat einen Hintergrund und ihr werdet das Ganze dann sehen. Hier, die ganzen Spieler interessieren eigentlich nicht mehr, weil wir sowieso nichts mehr verpflichten werden eigentlich, außer im Sommer eventuell nochmal, weil wir wollen ja ein gutes Team haben. Aber egal, also wir wollen auf jeden Fall nochmal alles verkaufen, was wir jetzt haben, oder viele Spieler verkaufen von denen, so ein Laporte oder sowas, halt die ganzen Spieler, die für unfassbar viel gehen. Und weil sie dann halt auch Meister sind, höchstwahrscheinlich oder hoffentlich. Und dann haben wir einmal alles gewonnen und haben dann unsere Spieler teuer verkauft. Und dann können wir uns neue Spieler holen, die auch viel wert sind. Aber halt, ne, ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Gut, wo ist Sippel? Da ist Sippel, den stellen wir natürlich rein. Cabella kommt rein für Florian Thauvin. Geis geht mal raus für Stindl. Draxler und Chamberlain geht mal ganz raus für Thauvin. Ne, der ist auch scheiße drauf. Egal, Nastasic ist gut drauf, das heißt, Nastasic kommt auf die Bank für Thauvin. Chambers geht mal raus für Janmaat. Mendy bleibt drin. Begovic, Sané, Nastasic, Ben Yedda haben wir hier noch. Wo ist denn? Ach, der ist auch auf der Bank. Perez, Castelletto. Castelletto könnte eigentlich mal spielen, ne? Aber das mache ich lieber. Sind wir jetzt gerade im Pokal oder sind wir im nächsten Spiel im Pokal? Weil daraus entscheide ich jetzt, ob ich ihn jetzt spielen lasse oder im nächsten Spiel. Wir sind im Pokal. Okay, dann spielen wir jetzt mit Castelletto, aber auf Innenverteidigerposition für Sané. Nastasic kriegt seine Chance jetzt erstmal nicht, aber der spielt auch nächstes Spiel dann mal. Und Sané dann wieder im übernächsten. Mal schauen, irgendwie kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ich wünsche euch jetzt immer viel Spaß bei... Alter, meine Stimme, ne? Ihr merkt es. Es geht gar nicht. Alter. Egal. Viel Spaß bei diesem Spiel und bis gleich. Das Achtelfinale des FA Cups, West Bromwich Albion, traf zu Hause im The Hawthorns auf Newcastle United und natürlich wollte man hier den großen Favoriten aus dem Pokal rausschießen. Nur eine Woche später sollte es in der Liga dann gegen die Magpies gehen und heute wollte man weiterkommen, um eventuell auf Southampton oder Liverpool in der nächsten Runde zu treffen. Also gute Chancen, irgendwie weiterzukommen, einen richtigen Pokalrun hinzulegen für West Brom. Und natürlich wollte das auch Newcastle schaffen, die ja noch mit dem Auge zumindest auf das Triple, denn momentan noch an der Tabellenspitze, in der letzten Zeit ein bisschen die Ergebnisse Krise in der Liga. Deswegen wollte man sich heute im Pokal wieder ein bisschen warm schießen, um wieder in die Spur zu kommen. Mit einigen Neuzugängen in der Startelf, beziehungsweise mit Spielern, die man so noch nicht gesehen hatte in der Startelf von MGT. Der Trainer der Magpies stellte viele junge Spieler auf, viele Franzosen in der Startelf und die schauen wir uns natürlich direkt mal an. Aber zunächst einmal sehen wir die Aufstellung von West Bromwich Albion. Natürlich im Tor Ben Foster, dann in der Verteidigung Gamboa, Olson, Lescott und der Ex-Hannoveraner Sebastian Pocognoli. Jacob und Mulumbu auf der Doppel-6, Taylor Blanco, Gouffrau, hinter Brownie Day in der Sturmspitze, der Nigerianer. Sehr treffsicher bisher in dieser Saison, vor allem im FA Cup auch bisher viele Tore schon erzielt. Aber mal schauen, wie das Ganze jetzt heute in dieser Partie aussehen sollte. Bei Newcastle, wie gesagt, einige Änderungen. Begovic, Janmaat Castelletto, der von Auger gekommen war in seinem ersten Einsatz für Newcastle. Laporte, Mendy auf der Linksverteidigerposition, Sippel und Stindl auf der 6. Nianka, Beja, Ibrahimovic und De Jong in der Sturmspitze. Also eine sehr gute Aufstellung natürlich, trotz dessen, dass Pokal war bei Newcastle. Und die wollten hier natürlich gewinnen. Erste Szene der Partie ging auch gleich aufs Konto von Newcastle über Ibra und der versucht es einfach mal mit dem Außenriss, trifft ja momentan nicht mehr ganz so oft, nähert sich hier zumindest aber schon mal dem Tor an. Gute erste Szene des Schweden, der hier aber wieder nicht das Tor erzielen kann und es in der Zukunft auch weiterhin versuchen muss. Mal sehen, wie es weitergehen wird. Zunächst einmal mit West Brom und zwar über Blanco. Nach knapp 16 Minuten der Ball auf Gouffrau. Der wollte natürlich ja gegen seinen Ex-Club treffen, schaffte es hier zunächst einmal nicht und deswegen ging es auf der anderen Seite weiter mit Chancen für Newcastle United. Der Ball wieder auf Ibrahimovic, der war sehr aktiv in dieser Phase der Partie, setzt sich außen durch gegen Gamboa, setzt sich schön durch, der Pass jetzt kommt in die Mitte auf De Jong, der legt nochmal ab für Sippel, aber der Schuss des Deutschen geht einige Meter am Tor vorbei, schade. Schöner Spielzug der Magpies, aber nicht gut vollendet vom deutschen Sechser Lennart Adjetey Sippel. Dann mal wieder der Ball auf De Jong in die Spitze von Ibrahimovic, überragend bisher gespielt vom Niederländer, eine gute Partie des Zehners von Newcastle, normalerweise heute im Sturm, allerdings blieb es beim 0:0 und allgemein gab es nicht so viele Chancen. Dann mal Cabella, schön gemacht, in die Mitte gezogen, abgefälscht, Eckball, es
wollte einfach nicht der Ball ins Tor. Gut gemacht natürlich hier auch von Olsen. Und somit blieb es erstmal beim 0:0 entschieden. Aber die Ecke von Stindl kommt in die Mitte. Da ist wieder Ibrahimovic. Der Ball will einfach nicht ins Tor. Der Schwede mit einem sehr, sehr auffälligen Auftritt hier im Hawthorns. Es blieb aber weiterhin dabei, dass er nicht das Tor traf. Niang über außen dann mal kurz vor der Halbzeit nochmal mit der Flanke. Wieder auf Ibrahimovic. Wieder am Tor vorbei. Es wollte und wollte nicht klappen. Er war sehr, sehr angefressen. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Die erste Chance von West Brom in der zweiten Halbzeit. Ideje kriegt den Ball, schießt drauf. Ja, das war ein bisschen knapp da von Asmir Begovic. Kann den Ball aber dann doch noch halten. Und dann kam endlich die Szene, auf die wir alle gewartet hatten. De Jong mit dem Ball auf außen. Und da ist Niang. Der ist schnell. Setzt sich gut durch gegen Pocognoli. Die Flanke. Ibrahimovic, 1:0, 56. Spielminute. Der Bann ist gebrochen, der Schwede trifft wieder. Und das, ja, lässt die Last von seinen Schultern fallen. Ein wunderbarer Kopfball von Zlatan Ibrahimovic. Die Flanke von Niang perfekt. Und die Sprungkraft vom 1,94 Hünen, ja, kommt hier auch nochmal ins Tragen. Keine Chance, da irgendwie das Kopfballduell zu gewinnen für Fabrice Mulumbu, der Kongolese. Auch nicht so groß. Und Ibrahimovic trifft endlich wieder. Forster chancenlos. Und die Führung für die Magpies im Hawthorns natürlich. Musste jetzt West Brom zurückkommen und sie versuchten es, wechselten Jacob aus und daraufhin gab es einen Eckball reingebracht, natürlich vom starken Gouffra, bester Mann auf dem Platz bei West Brom, kommt auf Olsen und Begovic mit einem Weltklasse-Reflex hält den Kopfball des Schweden, irgendwie kriegt er da seine Pranke noch dran und es bleibt beim 0:1 aus Sicht vom West Brom, die andere Ecke aber direkt wieder getreten von Gouffra in die Mitte, mal eventuell wieder eine gute Kopfballgelegenheit, nein, wird flach reingebracht, Stindl klärt aber schlecht, Mulumbu kriegt den Ball, nochmal auf Olsen, aber so sah es hier oft aus, sie spielten sich den Ball viel zu oft zu, viel zu wenig Zug nach vorne und im Endeffekt dann der Ball auf Blanco, der den Ball verliert gegen den starken Lars Stindl, der aus seiner Position eine gute Partie machte. Es ging weiter mit Chancen für Newcastle, Fallrückzieher Ibrahimovic, aber viel zu schwach fürs Tor von Foster, trotzdem war er richtig gut drauf und versuchte hier das nächste Tor für seine Mannschaft zu erzielen. Es gingen dann ja sowohl Cabella als auch De Jong vom Platz und Ben Yedder und Campbell kamen rein, zwei schnelle Spieler für die Schlussphase, in der man natürlich sich auf Konter spezialisieren wollte, um nicht eventuell ins Rückspiel zu müssen, was bei einem Unentschieden ja der Fall wäre und sie wurden direkt eingesetzt, sowohl Ben Yedder als auch Campbell in der nächsten Szene direkt beteiligt und es war so ziemlich die entscheidende Szene in dieser Partie, denn wir kommen in die 83. Minute. Fehler hier von Gamboa Luna mit dem Ball auf Mulumbu, der bedrängt, Campbell erobert sich den und der ist viel, viel schneller als Mulumbu, setzt sich durch, geht los, zieht in den 16er ein, macht das gut, hat die Übersicht, da ist Ben Yedder, 2:0, 85. Spielminute, die Entscheidung im Hawthorns, Newcastle zieht ins Viertelfinale des FA Cup ein und das nach einem wunderbaren Spielzug. Klasse gemacht von Campbell. Hat die Übersicht, macht es nicht egoistisch und Ben Yedder ist genau im richtigen Moment da, wo er stehen muss. Auch er bewindet so ein bisschen seine Torschützenkrise, trägt sich wieder mal ein in die Torschützenliste und das war's aus dem Hawthorns. Newcastle im Viertelfinale des FA Cup und West Brom hat die Überraschung nicht geschafft. Die Stimme ist nicht wirklich da, aber wir haben das Spiel gewonnen mit 2:0, das Hochverdienen gegen West Brom. Wir sind aber im Viertelfinale vom FA Cup und spielen da gegen Southampton, die sich gegen Liverpool durchgesetzt haben. Danach gegen Swansea oder Fulham, wenn wir gewinnen, oder Stoke, gibt es ja ein Rückspiel im FA Cup und allgemein sind nicht mehr so viele gute Teams drin. West Ham hat Man United rausgekickt, okay, die müssen ins Rückspiel, Hull und Cardiff, QPR ist noch weiter und City, aber das geht eigentlich vollkommen klar, also damit kann man auf jeden Fall klarkommen. Nächstes Spiel ist dann in der Liga jetzt gleich. Mal sehen, wie das... Ah, nee, Quatsch, gar nicht in der Euroleague ist es. Ah, ja. Mal sehen, wie das laufen wird gegen Girondins Bordeaux. Ihr habt es gerade schon gelesen, Ibrahimovic trifft endlich. Der war richtig on fire, der hatte richtig Bock. Leider Gottes nur ein Tor gemacht, aber das reicht mir ehrlich gesagt schon, weil das war sehr, sehr gut, dass er getroffen hat. Das war auch sehr, sehr wichtig. Von daher, ja, passt das auf jeden Fall. Und wir müssen unsere Mannschaft gleich mal umstellen, aber wir müssen einfach vorsimulieren bis zu diesem Tag. Ja, an Tagen wie diesen wünscht man sich einen Auswärtssieg. Aktuell ist aus Spanien haben wir noch Marc Bartra, Arribas, Olcay Shan, der mittlerweile gewechselt ist, San José, Benyat. Okay, alles klar, also nichts besonders Interessantes mehr. Hier haben wir noch ein paar, die vollständig sind, Iraisos und Asikera können wir mal rausnehmen. Musacho ist eigentlich ganz interessant, aber auch nicht so krass. Banega, Cicinho, Gilavogi, Teo, Silvio, Lopez. Okay. Gut, alles klar, dann Nachricht vom Spieler, Sané möchte spielen, unpraktisch, weil ich wollte Nastasic spielen lassen, aber gut, er kann ja sogar auch Sechser spielen, ne, meine ich mich erinnern zu können, wo ist er, da ist er, er kann Sechser spielen, perfekt, dann spielt er heute Sechser, probieren wir das mal aus, Geis kommt noch auf die Sechs, in Sturm kommen heute mal Campbell und Ben Yedder, Nastasic neben Laporte, Begovic bleibt im Tor, Kurzawa darf mal wieder spielen für Mendy.
Janmaat bleibt mal drin, wobei Chambers können wir eigentlich auch spielen lassen, wenn Janmaat nicht ganz fit ist. Niang müsste eigentlich auch eine Pause, aber dann Draxler, ja gut, Draxler. Packen wir mal für. Ne, wir haben keinen. Für Mandy. Ne, für Janmaat. Für Janmaat. Packen wir Oxlade auf die Bank. Und Thauvin packen wir mal auf die Bank für Castelletto. Castelletto packen wir mal nach oben für Dalo. Ich mag es immer, wenn es hier so ein bisschen geordnet ist. Romagnoli könnten wir eigentlich auch mal wieder spielen lassen, ne? Aber der hat keine gute Form, deswegen lassen wir das lieber. Und dann gucken wir mal, wie wir uns schlagen können gegen Bordeaux. Ich hoffe auf einen Sieg, ja. Wäre ganz schön. Wir sind ja auch schon im Viertelfinale, glaube ich, oder Achtelfinale. Achtelfinale. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Champions League Abend Nummer 4 in Bordeaux. Und wenn es nach der Sicht von MGT ging, sollte es der letzte werden. Denn er wollte weiterkommen mit Newcastle gegen die Franzosen. Natürlich auffällig, denn viele Franzosen im Kader von Newcastle, die Bordeaux gut kannten aus der Ligue 1. Und dementsprechend konnte man die Engländer in einer guten Ausgangslage erwarten. Gegen die Franzosen könnte eventuell ins Viertelfinale der Champions League kommen. Und das wäre für den Tabellenführer der Premier League, der ja momentan in der Ergebniskrise war, ein sehr großer Erfolg. Man hatte sich ein bisschen befreit mit dem 2:0 gegen West Brom im Pokal, war gegentorlos geblieben. Und heute wollte man es genauso machen, das Auswärtstor erzielen und dann in 2 Wochen zu Hause im, ja, St. James' Park die 3 Punkte mitnehmen, beziehungsweise nicht die 3 Punkte, sondern den Sieg und damit einziehen ins Viertelfinale des, ja, der Königsklasse. Laporta auf der einen Seite, der Franzose, allerdings gab es natürlich noch einige mehr in der Startelf, die schauen wir uns gleich an von Newcastle United. Zunächst die von Girondor Bordeaux und da haben wir Carrasco, Nonzales, Paiwa, Sané, Contento, auf der 6 dann haben wir Dalmeida und Bijogopoko, Roland Wada und Giglia in der Offensive hinter Diabaté, der Senegalese sollte für Lufthoheit sorgen, im 16er der Magpies und auf der anderen Seite gab es auch einen Sané, und zwar dem Bruder Salif Sané, der stand heute auf der 6 und wollte dafür Lufthoheit sorgen. Im Mittelfeld Begovic, Chambers, Nastasic, Laporte und Kurzawa in der Verteidigung. Also auch da schon mal wieder 2 Franzosen mit Laporte und Kurzawa auf der 6. Wie gesagt, Sané und Geis. Ja, wie gesagt, die Lufthoheit bei Sané, Cabella und Draxler auf der 10. Auch da ein Franzose und im Sturm Campbell und Ben Yedder. Auch da wieder ein Franzose. De Jong, der Niederländer nach zuletzt starken Leistungen nur auf der Bank und wollte sich anschauen, was seine Jungs hier so machten. In der Anfangsphase war es wie erwartet. Naja, gute Offensivreihen gab es bei Bordeaux zumindest schon mal nicht. Und auf der anderen Seite auch nicht wirklich, denn Bordeaux stellte sich hinten rein, wurde aber direkt ausgekontert über Sané. Campbell macht den Schritt zu wenig, ist aber schnell genug, sich gegen Paiwa nochmal durchzusetzen. Der Schuss kommt nicht zustande, aber da sah man, warum denn der Startelf stand. Es sollte über Tempo gehen. Es kam aber nicht wirklich viel zustande in der ersten Halbzeit. Die größte Chance hier nach knapp 20 Minuten, der Ball auf Draxler, der mal wieder seine Chance bekam, nach zuletzt schwachen Leistungen. Campbell mit dem Schuss mit links am Tor vorbei. Naja, es ging nicht wirklich was bei Newcastle United, denn Bordeaux stand hinten sehr sicher drin. Die spielten hier auf ein 0:0, wollten natürlich nie das Auswärtstor zulassen, eventuell mal kontern und dann im, ja, St. James' Park eine gute Leistung bringen, ein Tor schießen und damit weiterkommen in die nächste Runde. Mal wieder eine Chance durch Cabella nach knapp 30 Minuten, geht am Tor vorbei. Es wollte nicht wirklich sein bei Newcastle in der Offensive, viel zu schwach. Ibrahimovic fehlte, das merkte man, auch bezeichnet diese Szene Campbell, ja, mit der Flanke in die Mitte, aber zu spät und Carrasco ohne Probleme. Wir gehen direkt rein, naja, in die 2. Halbzeit und da kam die größte Chance der Partie zustande über Wada und zwar für Bordeaux. Die erste Chance und die größte, wie gesagt, der Partie. Kasri mit der Flanke auf Diabaté, mit dem Kopfball gegen die Latte, nochmal Kasri bringt ihn in die Mitte, da ist Dalmeida übers Tor, es blieb beim 0:0 in der 62. Minute. Bitter für Bordeaux, dass sie nicht das Tor schießen konnten, gut für Newcastle, die kamen vorne aber einfach nicht durch, es war zwecklos, das irgendwie zu versuchen, wunderbares Tackling von Sané, geklärt dann von Jaiga auf Diabaté, der Konter eingeleitet und dann der großartige Fehler von Levin Kurzawa und Bijogopoko könnte es schnell machen, aber es ist bezeichnend, was er macht für das Spiel von Bordeaux, sie stellten sich hinten rein, beziehungsweise spielten auf Zeit, wollten auf keinen Fall das Auswärtstor von Newcastle kassieren und dementsprechend blieb es beim 0:0, keine gute Ausgangslage für Newcastle, zu Hause zwar stark, aber ein Sieg musste her, im Rückspiel. Spiel, sonst müsste man in die Verlängerung oder sogar raus aus der Champions League gegen Bordeaux, die sich gut präsentierten, zumindest defensiv. Offensiv war das absolut gar nichts, aber so waren sie auch schon ins Achtelfinale gekommen und vielleicht auch ins Viertelfinale. Das Ganze wird in 2 Wochen entschieden. Dann in England, dann im St. James' Park wieder Bordeaux gegen Newcastle. Also das Spiel war jetzt wirklich nie das, was ich mir erhofft hatte, aber es war auch einfach nicht möglich, weil die sich nur hinten reingestellt haben. Wir haben es am Ende gesehen, Time gewastet, damit sie irgendwie über die Zeit kommen und naja, die großen Chancen, beziehungsweise die halbwegs großen Chancen, noch nicht genutzt. Einmal kamen sie vor das Tor, das war auch richtig gefährlich, aber ja, naja, war irgendwie ein bisschen komisch, das Spiel jetzt auf jeden Fall. Beschwert sich jetzt plötzlich Janmaat, okay, er spielt nicht, weil Chambers aber sich nicht gut geschlagen hat, wird er in der nächsten Partie spielen. Wir spielen gegen West Brom, das ist ja überraschend. Gegen die hatten wir ja gerade erst im Pokal das Vergnügen. Das heißt, jetzt wird auch wieder gegen die, wie heißen die eigentlich? Gegen die Broms? Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Der Spitzname von denen ist mir gänzlich unbekannt. Aktuell ist aus Frankreich haben wir noch, das gucken wir uns eben an.
Schauen nach, was da so abgeht. Jeffrey Kondogbia, der ist gar nicht so interessant. Barada ist ein bisschen zu alt. Mollo, Rafael Angelo Silva, nee, ist so das. Lucas Digne, ja, an sich schon. Gillo Boggi sieht eigentlich nice aus. Kasri haben wir gerade gegen gespielt. Zertic auch. Benoit Costil haben wir dann auch. Und dann die Spieler, die wir sowieso schon kennen. Von daher nichts mehr so Spannendes. Unsere Mannschaft muss neu aufgestellt werden. Draxler immer noch mit Form runter. Verständlich, weil der hat sich auch diesmal ja nicht gut geschlagen. Ich bin ein bisschen enttäuscht bisher von dem. Aber naja, was willst du machen? De Jong kommt mal rein für Geis. Stindl geht dann auf 6. Vorne in den Sturm kommen Niang und Ibrahimovic. Genau, Oxlade-Chamberlain geht mal raus für Romagnoli. Der kommt auf die Bank. Der kommt so rein. Sané, okay, der ist nicht fit genug. Das heißt, okay, Nastasic ist auch nicht fit. Sippel kommt rein und zwar geht der in die Innenverteidigung neben Nastasic. Laporte geht raus, dafür kommt Bigirimana rein oder Anita. Anita kann eigentlich mal wieder spielen, seit Ewigkeiten das erste Mal. Und Kurzawa geht raus, dafür kommt Mendy rein. Ich denke mal, das ist eine gute Aufstellung, mit der können wir uns auf jeden Fall, obwohl, hier, der muss noch raus, dafür kommt Thoreau rein. Machen wir einfach mal. Das Risiko gehen wir auch ein. Gut, das sieht eigentlich relativ nice aus. Ich hoffe, dass wir damit uns gut schlagen können gegen West Bromwich Albion. Ich hoffe schon. Und dann wünsche ich euch bei dieser Partie viel Spaß. Hoffentlich ein bisschen mehr Action als gerade gegen Bordeaux. Und bis gleich. Nach dem Pokalerfolg gegen West Bromwich Albion wollte man es auch in der Liga schaffen, bei Newcastle United endlich wieder in die Spur zu kommen zu Hause im St. James' Park bei regnerischem Wetter, aber mit einem Ibrahimovic in der Startelf, der natürlich für Tore gut war und auch im Hinspiel im Pokal, beziehungsweise was heißt im Hinspiel im Pokal, es gibt ja kein Rückspiel, im Spiel im Pokal ja getroffen hatte. 20 Punkte Vorsprung vor West Brom, allerdings nur noch 3 vor den Spurs und die wollte man natürlich halten, deswegen war ein Sieg heute Pflicht und Ibrahimovic wollte dafür sorgen. Hatte getroffen, zumindest im Pokal mal wieder und in der Liga hatte er immer noch seine Flaute. Das wollte er heute natürlich ändern, stand in der Startelf und es gab allgemein sehr, sehr viele Spieler in der Startelf bei Newcastle, die wieder in Form kommen wollten. Das gucken wir uns natürlich direkt mal auf der anderen Seite. Nicht so wirklich prominent, aber Gouffrin, der ehemalige Magpie in der Startelf und der wollte hier natürlich auch wieder für Trouble sorgen im St. James' Park. Begovic, Jamal, Nastasic und Sippel mit Mendy in der Verteidigung, das war sehr, sehr ungewöhnlich. Stindl und Anita auf der Doppelsechs. Anita mit seinem ersten Spiel in der Saison, De Jong und Thauvin hinter Niang und Ibrahimovic. Auch Thauvin in der Startelf war nicht unbedingt erwartet, also wirklich eine sehr, sehr komische Aufstellung, aber man musste ein bisschen rotieren nach den anstrengenden Wochen im Pokal und in der Champions League gegen Bordeaux und gegen West Bromwich Albion. Forster, Gamboa, Olson, Lescott, Bocconiolo, Mulumbu, Jacob, Sessegnon, Gouffrin, Blanco und Ideye in der Startelf bei West Bromwich Albion. Natürlich wieder Gouffrin im Mittelpunkt, hatten wir schon mehrmals erwähnt jetzt, denn der ehemalige Magpie wollte nach dem Pokal aus heute überzeugen und wollte heute einen Sieg holen gegen den Tabellenführer und damit Newcastle weiter in die Ergebniskrise stürzen. Wie das Ganze funktionierte, schauen wir uns doch direkt mal an. Erste Szene der Partie, Blanco spielt hier den Ball nach vorne, allerdings schlecht auf Ideye, der verliert den und Nastasic ist da in der 12. Minute, De Jong mit dem Ball nach vorne in die Spitze auf Niang und Niang hat eine gute Idee, wartet nämlich bis Ibrahimovic losläuft, da passt Pocconioli nicht richtig auf, der Schwede ist da im 16er, 1:0, 13. Minute, auch in der Liga ist der Bann gebrochen, Ibrahimovic trifft wieder, jawohl, das 16. Saisontor für den Schweden, richtig schön gespielt von dem Ball, Niang, der passt im genau richtigen Moment, Pocconioli passt nicht richtig auf und kein Problem, den Ball vorbei an Forster zu schießen zum 1:0. Es gab allerdings direkte Gegenantwort. Jacob mit dem Ball im Mittelfeld, spielt den wunderbar weiter auf Blanco und dann ist ein bisschen Kuddelmuddel in der Verteidigung nach dem Doppelpass der beiden. Sippel passt nicht richtig auf, Jacob ist da im 16er und 1:1, 16. Minute. Das ging sehr, sehr schnell, der direkte Gegenangriff und das direkte 1:1, die ja quasi immediate Antwort, die direkte Antwort von Jacob, der sich hier vollkommen zu Recht ja sehr über dieses Tor freut. Begovic sah da alles andere als gut aus beim Gegentreffer durch den Argentinier, der Sechser mit seinem ersten Saisontor und man muss da nochmal drauf gucken, denn den muss der Bosnier eigentlich halten. Natürlich kein gutes Stellungsspiel bewiesen da von Lennart Ajetey-Sippel, aber trotzdem kann man diesen Schuss von Jacob durchaus halten. Er macht es nicht, es kommt, wie es kommen musste, das 1:1 und auf der anderen Seite versuchte direkt Newcastle wieder zu antworten. De Jong mit dem Ball auf den Bayern Young, der geht in den 16er gegen Lescott, der kann nicht richtig in den Zweikampf kommen, der Schuss mit links geht aber weit am Tor vorbei, es bleibt beim 1:1 und West Brom hat jetzt Blut geleckt, die haben gesehen, wie es geht und versuchten es weiter nach vorne über Blanco, da ist Brown Ideye, setzt sich durch nochmal, Blanco mit links, Ball am Tor vorbei, 25. Minute, es blieb beim 1:1, aber West Brom war jetzt aktiver vorne und Newcastle kam kaum noch in die Offensive, zumindest in dieser Phase. 37. Minute, Ideye wieder mit dem Ball nach außen auf Blanco und der hat eine gute Idee, die Flanke in die Mitte. Janmaat sieht da alles andere als gut auf, da ist wieder Jacob! 2:1, 38. Minute, West Brom führt gegen den Tabellenführer, 20 Punkte Rückstand hatte man. Momentan sind es noch 17 und da die Spurs führten, waren es jetzt ja keine Punkte mehr Vorsprung. Die Newcastle hatte auf den Tabellenzweiten, der Argentinier mit dem Doppelpack, das ist
gesehen, das erste Mal gelungen. In der Premier League nie zuvor hat er das geschafft. Richtig schlecht gemacht. Schlindel passt im Hintergrund nicht auf, nachdem Jammert den Fehler macht und es steht 2:1. Allerdings wollte Newcastle das nicht auf sie sitzen lassen, spielte direkt weiter nach vorne über einen Young. Der ist eigensinnig, der macht das gut. 2:2. 40. Minute, der direkte Ausgleich. Was war hier los im St. James' Park? Was für eine Partie. Innerhalb von 2 Minuten wieder 2 Tore. Diesmal Niang setzt sich wunderbar durch. Dann kommt Lescott nicht mehr in den Zweikampf. Und es steht 2:2. Mulumbu mit dem Ballverlust gegen Stindl. Und der hatte jetzt Bock. Setzt sich außen. Klasse durch gegen ehemaligen Mannschaftskollegen Pocconioli. Macht das gut. In der Mitte steht Ibrahimovic. Die Flanke kommt gut, aber auf den zweiten Pfosten. Thauvin! 2:3 aus Sicht von West Brom. 3:2 aus Sicht von Newcastle. Der Franzose mit seinem ersten Tor für die Magpies. Und das mit dem Kopf. Der kleine Franzose, das erwartet man nicht von dem. Die Flanke aber perfekt auf seine Birne geschlagen. Und da hat er kein Problem, diesen Ball an Foster vorbei ins Tor zu köpfen. Der Engländer chancenlos und dementsprechend die Führung für Newcastle. Danach war Halbzeit. Was für eine Partie im ersten Durchgang. Die Fans bestens unterhalten. Und der Führung für Newcastle war jetzt mittlerweile gerechtfertigt, denn die spielten gut bis zur Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit bewiesen sie, wir wollen mehr. Es dauerte allerdings eine Zeit bis zur 57. Minute. Dann der Ball nach außen auf De Jong. Und es war alles ein bisschen ungenau in dieser Partie. Der Regen machte es schwierig und es dauerte lange bis zur nächsten guten Chance. Gouffran will das Spiel natürlich schnell machen, sprintet direkt wieder nach vorne. Es brachte allerdings nicht viel, denn nur Newcastle spielte noch. Und dann der Fehler, Brownie Dae auf Dos Santos und der hat eine gute Idee. Der wartet nämlich ganz, ganz lange auf Gouffran. Der setzt Idee ein, der mit dem Schuss und Begovic ohne größere Probleme macht seinen Fehler wieder gut. Es bleibt beim 3:2 für Newcastle. Und dann kam wieder mal Stindl dazwischen gegen Jacob diesmal. Macht das klasse, hat die gute Übersicht auf Zlatan Ibrahimovic in der 68. Minute im 16er. Das sah gefährlich aus, er beschwert sich nicht, aber man kann dafür Elfmeter geben, haben wir später gesehen. Es wird Diskussionen geben um diese Szene. Allerdings beschwerte er sich ja nicht, von daher blieb es beim 3:2 und es gab keine Elfmeter und keine Diskussion auf dem Platz. Mendy da mit dem Ball auf Thauvin und der spielt wieder gut auf Ibrahimovic. Allgemein eine sehr gute Partie vom Franzosen, aber auch vom Schweden, der hier sein zweites Tor unbedingt machen wollte und sich endgültig aus der Krise schießen wollte. Und vielleicht gelang ihm das ja in dieser Szene. Newcastle konterte, denn West Brom machte auf. Und Ibrahimovic mit dem guten Dribbling gegen Gamboa im 16er mit links. 4:2, 82. Spielminute. Die Vorentscheidung in dieser Partie. Der schwedische Magpie macht hier das 4:2. Schönes Tor vom Schweden. Klasse gemacht. Keine Chance für Foster. Wieder im Stich gelassen von seiner Verteidigung. Gamboa lässt sich da ausspielen. Kommt fast nochmal ran an Ibrahimovic. Aber der macht das einfach klasse mit dem schwachen linken Fuß. Ist ja beidfüßig und spielt den Ball rein. Zum 4:2 und dann kam nochmal Thauvin, klasse Ball auf Außen, da ist 7 De Jong, klasse Verarbeitung, super Abschluss, 5:2, 90. Spielminute, die endgültige Entscheidung im St. James' Park. Newcastle schießt sich aus der Ergebniskrise mit diesem Sieg über West Bromwich Albion, 5 Tore in einer Partie, das hatte lange, lange Zeit nicht mehr stattgefunden im St. James' Park und auch De Jong trifft mal wieder, Ibrahimovic mit dem Doppelpack, persönliche Krise beendet, De Jong trifft wieder, persönliche Krise beendet und Newcastle gewinnt, auch da die Vereinskrise beendet. Es gab noch eine Szene in der Partie. Ibrahimovic wollte nämlich noch mehr. Versuchte es in der Nachspielzeit nochmal mit einem Distanzschuss. Aber Foster ist diesmal da und das war's von der Partie. 5:2 also im St. James' Park. Newcastle gewinnt vollkommen verdient gegen West Brom, die sich lange gut präsentierten, hat aber im Endeffekt aber keine Chance hatten gegen den Tabellenführer der Premier League. Ibrahimovic ist wieder da. Newcastle ist wieder da. Mit den Magpies wieder zu rechnen. Und die Spurs, die müssen sich anstrengen, wenn sie da nochmal rankommen wollen. Ja, ich würde sagen, das war eine gute Partie, zumindest in der Offensive am Ende. Natürlich haben sie aufgemacht, aber immerhin wurden mal wieder ein paar Tore geschossen. Doppelpack von Ibrahimovic, wunderbar. Wir haben mal wieder etwas Punkte geholt und sind weiter nach oben gekommen, also sind etwas weiter oben in der Tabelle mal wieder, was auch wichtig war. 3 Monate, super. Mendy fällt 3 Monate aus. Das ist natürlich klasse, sowas freut einen. Wir loben mal eben unsere Mannschaft für den Sieg. Jugend-Scout-Bericht gucken wir uns eben an. Ist nichts Interessantes dabei, beobachten wir mal weiter. Auch den gucken wir uns nochmal an. Das mit Mendy geht mir gerade ziemlich auf die Nerven, aber gut, kannst du nichts gegen machen. Auch den verpflichten wir mal, die lehnen wir mal beide ab. Trainingsverletzung, na, was willst du machen? So, wir sind in der Tabelle, 3 Punkte vor den Spurs. Das heißt, wir müssen aufpassen. Allerdings sind wir halt noch vorne dabei und nächste Episode geht es dann gegen Manchester. Ich wünsche euch da noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, ihr freut euch drauf und wir sind beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.